Ein weiteres Highlight hier im Museum sind diese Quaggas. Die stammen aber nicht aus Rheinland-Pfalz, so wie sonst alles hier, sondern aus einer älteren Sammlung. Die Quaggas wurden nämlich schon vor langer Zeit von den Menschen ausgerottet. Die letzten Tiere starben 1883. Und diese Exemplare hier sind sogar noch älter. Davon gibt es weltweit nur noch 23 Stück und 4 davon stehen in Mainz.